Yo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003 für die PlayStation 1. Im letzten Part haben wir den Serio Leader besiegt und wir sind immer noch in der Stadt und da machen wir weiter. Ich habe da drinnen jetzt eben mal auch auf dem Terminal gespeichert oder auf der Matrix, wie auch immer, bei diesem Gardromon. Habe ich einfach mal gespeichert. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, damit ihr das auch mal seht. Ich weiß nicht, ob ich es schon onscreen gezeigt habe. Deswegen zeige ich es jetzt. Oh mein Gott! Wichtig. Diese Musik. Please hold the line. Dip, 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 dip. Okay, ich habe hier gespeichert. Unser Gilmon ist Level 22. Die anderen beiden sind scheißegal auf Level 5. Wir kriegen bald unser zweites Team-Digimon. Oh mein Gott. Ein bisschen dauert es aber noch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in das zweite Gebäude. Denn da gibt es ein paar Sachen, die wir kurz machen möchten. Hier unten übrigens könnt ihr euch Items kaufen und so. Habe ich, glaube ich, im letzten Part gezeigt. Oder im vorletzten. Hier könnt ihr euch einmal ausruhen bei der Gatomon-Lady hinter dem Schalter vom Inn. Und hier gibt es ein Divermon, welches eure Packs öffnet für euch. Und wir haben ja ein Pack bekommen von so einem Cardmon. Und da dachte ich, kaufen wir das Pack, welches wir bekommen haben. Öffnen wir das doch einfach. So, da haben wir ein paar neue Karten. Und ich möchte mein Geld auch kurz wasten noch auf zwei weitere Karten. Oder auf eine Karte, mal gucken. Und zwar eine Karte kaufen. Da könnt ihr nämlich so Karten kaufen. Und ich möchte da gerade mal so ein Devidramon kaufen. Und vielleicht noch ein Soulmon. Oder ich kaufe zwei Devidramon, so. Bisschen Geld verschwendet, aber ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Und ja, die Karten machen wir dann mal offscreen ins Deck rein. Das Deck zeige ich dann auch mal irgendwann die nächsten Folgen mal wieder. Neue Sachen gibt es da erstmal nicht. Ja, dann gehen wir direkt mal raus und gehen der Story weiter nach. So, dann müssen wir raus aus Seiryu Town. Und es gilt nach Asuka City zu gehen, aber erst kommt eine kleine Videosequenz. Ausrufezeichen. Hi Belias, das ist super, echt super. Was ist los, warum so in Eile? Lucky Mouse ist aufgetaucht. What the fuck? Was, Lucky Mouse? Alter, bist du auf LSD oder was? Weißt du das nicht? Er ist ein genialer Hacker. Er knackt jedes Programm. Ach so. Ja. Der ist ja echt toll. Ich bin ein echter Fan von ihm und will ihn unbedingt treffen. Okay, ich muss jetzt weiter. Eine Durchsage an alle, die Digimon Online spielen. In Kürze werden notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt. Währenddessen könnt ihr nicht in die echte Welt zurück, müsst aber auch nichts bezahlen. Ich wiederhole, alle können umsonst spielen. Hey, hast du das gehört? Bestimmt steckt Lucky Mouse dahinter. Mann, ich halt's nicht aus. Ich muss Lucky Mouse finden. Ja. Teddy, vielleicht solltest du mal einen Doktor aufsuchen. Nein. Aber das ist so ein typischer Crazy-Fan, würde ich sagen. Weg ist er. Immer dasselbe, wenn er aufgeregt ist. So. Wir haben zurück die Kontrolle erhalten von unserem Team und wir kehren zurück nach, hier, Asuka City. Divermonsee. Und wir haben offscreen nicht gelevelt, nichts, also im Moment ist das auch nicht notwendig, meiner Meinung nach. Wir können erstmal so weitermachen und da kommt ein Battle gegen ein Crabmon im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es ein bisschen doof, dass da oben immer weiterhin Gilmon steht. Ach übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe, rechts im Rahmen seht ihr ja die Digimon, die ich habe, im Team und so. Und vielleicht wundern sich die ein oder anderen, dass da in dieser kleinen Kugel immer noch Gilmon und so weiter drin sind, also in diesem Kreis. Das liegt daran, dass der Kreis das Basis-Digimon anzeigen soll, welches hinter mir herläuft. Und dieser große Balken zeigt an, welches Digimon gerade die höchste Digitationsstufe ist, die ich ausgewählt habe. Man kann übrigens, falls es euch interessiert, die Digitationsstufen im Kampf, übrigens, hier ist, ganz kurz, hier ist dieses Wald-Inn, da gehen wir mal ganz kurz rein, da müssen wir nämlich später, Forest-Inn, da kann man sich healen und so weiter,
da müssen wir später mal vorbeigehen. Man kann jetzt übrigens zurück zum Thema. Man kann die Digitationen von eurem Digimon im Kampf wechseln. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein, ihr seid jetzt zum Beispiel Wargrollmon, so wie ich. Und ihr wollt wechseln auf, ich zeig das mal eben. Und ihr wollt wechseln auf Metallmamemon. Dann könnt ihr da einfach drauf drücken. Dann passiert Folgendes. Ich zeig das mal onscreen. Ich finde das ziemlich cool. Wargrollmon digitiert zu Metallmamemon. So. Ja, genau. Kuwagamon kann mir auch voll was reißen, ist klar, ne? So. Und dann greifen wir gerade mal an. Und natürlich ist es One-Hit. Das ist ja klar. Und ich werde jetzt vorübergehend erstmal 15-Minuten-Videos machen, weil es einfach sich leichter ist, ein 15-Minuten-Video anzugucken als ein 20-Minuten-Video. Habe ich vielleicht schon öfters mal in anderen Projekten gesagt. Das erste Video habe ich ein bisschen länger gemacht, weil da ist ja noch das Intro drin, da erkläre ich ja nochmal alles. Und das Anfang eines Spiels, oder der Anfang, das Anfang eines Spiels, mein Deutsch. Der Anfang eines Spiels ist ja meistens nicht ganz so interessant. Also wie gesagt, jetzt kommen erstmal 15-Minuten-Videos. So, pipapo, 15 Minuten. Dies, das, Ananas. So. Und ich würde sagen, wir können bald auch Sachen rausschneiden. Und zwar kommt bald ein kleiner Quest, wo wir ständig hin und her laufen müssen. Den Weg, die ganzen Orte habe ich euch jetzt in den letzten Parts gezeigt. Also wenn ihr es wirklich wissen wollt, wie man von A nach B kommt und ihr es wirklich nicht findet. Wie ihr zum Beispiel von Asuka City nach Serio City kommt oder von Asuka City ins Forest Inn, dann könnt ihr das in den alten Parts gucken. Tut mir leid, aber wenn ich das jetzt mache mit dem immer hin und her laufen, dann dauert ja das Spiel bestimmt 300 Parts. Denn in diesem Spiel, muss ich euch sagen, muss man viel hin und her laufen. Rausschneiden werde ich jetzt nur Sachen, wo man wirklich pur hin und her laufen muss. Wo nichts zwischendrin passiert. Also alles, was interessant sein könnte oder so, schneide ich natürlich mit rein. Zum Beispiel jetzt der Weg nach Asuka City ist eigentlich total sinnfrei. Ich mache den aber trotzdem, damit ihr den Onscreen sehen könnt. Zum letzten Mal. Oder das heißt zum letzten Mal, jetzt im Moment halt, dass ihr es nochmal sehen könnt. Übrigens, das Silberticket, welches wir erhalten haben, hilft uns, bei Leomon bessere Sachen trainieren zu können. Oder in, denn es gibt glaube ich 3 Camps, in diesen Training-Camps bessere Sachen zu trainieren. Wir kriegen dadurch solche Affinitäten, so Resistenzen gegenüber bestimmten Elementen. Verstümmelten Elementen natürlich, ne? Verstümmelt. Ach, ich muss mal kurz was gucken. Denn ich habe gehört, dass eine bestimmte Menge an Metallresistenz dafür sorgen kann, dass man ein Metall-Garurumon kriegt. Genau. So. Haben wir Metall? Windtoleranz? Nö, wir haben kein Metall. Metall kommt erst beim nächsten Stüfchen. Bis dahin habe ich aber schon mein Mega-Digimon ziemlich sicher. Aber es schadet ja nichts, auch noch ein Metall-Garurumon zu haben. So. Wir sind wieder in Asuka Town und, oder Asuka City. Und jetzt sollte gleich... Ich guck mal gerade auf meine geheimnisvolle Liste. Genau, eine Auktion kommen, die nicht wirklich eine Auktion ist. Ihr werdet selber sehen, was ich meine. Wir gehen da rein und im Endeffekt kaufen wir das Item einfach für einen Fixwert. Irgendwo im Regal müssten noch 300 Bit sein. Das hat mir irgendein Zuschauer in Part 1 gesagt. Ja, und falls ich mal nicht weiß, was ich sagen soll, hat mir ein guter Zuschauer geraten, ich soll ihn doch einfach mal namentlich erwähnen, ne? Nico Zimmermann. Es ist deine eigene Schuld, dass du in meinem Video auftauchst. Du wolltest, dass dein Name erwähnt wird und ich habe es nicht vergessen. Das tut jetzt auch voll zur Sache, das bringt's euch jetzt voll, ne? Naja, Asuka City Untergrundpfad. Ich glaube, wir müssen irgendwie hier hin. Och Gott, der Part geht schon 9 Minuten. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Nein, tut's mir eigentlich nicht. Und wir sollten jetzt nicht gegen die Typen kämpfen, die da irgendwie im gelben Kreuzer sind, die mit den Karten und so, weil die machen uns ziemlich kaputti. Wassertunnel. Oh mein Gott. Ein Waterstunnel.
Und immer wenn ihr hier lang geht, kommt ihr ins Auktionshaus, wo ihr immer ein seltenes Item kaufen könnt, welches ihr nur hier erhaltet. Ausrufezeichen. Und jetzt so. Hi, ich verkaufe euch coole Sachen. Das ist eure Chance. Es geht ums Hauptitem. Gotteshürde, die alle haben möchten. Das Mindestgebot für das Patamon-Schild sind 400 Bit. Wir werden Patamon nie benutzen, aber wir wollen das Item haben, deswegen 500 Bit. 600 Bit. 700 Bit. 800 Bit? Ja, ich biete 800. In Ordnung, ich biete 800 Bit. Wow, 800 Bit. Bietet jemand mehr? Nö. Gib mir das Schild. Botsch. Es bietet wohl keiner mehr. Gotteshürde verkauft für 800 Bit. Gratulation. Ich übertrage das Item jetzt an deinen Satelliten. Das komische fliegende Ding an unserem Kopf da. Super, die Gotteshürde. Werde ich bestimmt nie benutzen. Ich habe jetzt ein cooles Item, also ziehen wir los. Ja, wir dürfen erst losziehen, wenn wir ein echt cooles Item haben. Vorher ist es sinnfrei, loszuziehen, weil ich meine, hallo, ein cooles Item, ja. Jetzt müssen wir in den Schwarzmarkt. Oh yeah, Schwarzmarkt klingt gut. Nein, Spaß. Und wir können gucken, ob wir da schon irgendwelche Items kaufen können, ob wir genug Geld haben. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Karten gekauft. Kann also sein, dass es ein bisschen teuer wird. Und jetzt kann ich jetzt komplett ausrüsten, ne? So voll so ein auf Barbo, so haha, viel zu teuer, ich kann es gar nicht kaufen. Dann sind wir dort und wir können alles kaufen. Lammkotelett. Das klingt lecker. Da müssen wir aber nicht rein. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rumlatsche. Ich muss erstmal den Shop finden. Den Shop. Wie zum Beispiel den da. Und dann komme ich in den Black Market. Black Market. So, da hinten. Oder? Oh, du hast eine Eldorado-ID. Dann geh weiter, du kannst passieren. Dankeschön. Dann gucken wir uns mal um, was es hier gibt. Der Trödelladen. Willkommen, dies sind schwere Waffen. Hier werden starke, schwere Waffen verkauft. Oder irgendwie so. Alles klar, Bruder. Dann zeig mal, was du hast. Ah, ich merke schon. Das sind richtig schwere Waffen. Vom Preis her, so. Da hast du keinen Bock mehr, wenn du die Preise siehst. Sagen wir es einfach mal so. Ja, oh, Zweihänder. Der gefällt mir. Der kostet nur 4500, den können wir uns leisten. Und den kaufen wir auch für Gilmon. Denn dann hat er 300 Attack mehr. Fast maximale Attack-Zahl als Wargolmon schon. Ich bin ganz aufgeregt. Und vielleicht haben wir noch irgendwas, was Defense macht. Aber nur, wenn es ordentlich Defense macht. Kabuterihorn. Nee, es macht nicht viel Defense. Ist auch ziemlich teuer. Das bisschen Defense macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Defense macht sich von allein, sagt mein Mann. Ja, ich habe einen geistigen Schaden, aber das wisst ihr ja. So, dann sind wir hier fertig und der Part ist auch schon fast fertig, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich würde sagen, dass wir mal kurz dann schon mal uns auf den Weg machen zur Gondel. Mit der Gondel kommen wir dann in den Südsektor. Und eigentlich müssten wir noch ein paar Quests machen, um mit die Gondel nutzen zu können. Aber dieses Spiel hat sich dazu entschieden, dass wir erst die Gondel ansprechen müssen. Wunderschön, ne? Ja. Ich will keine Battles. Gib mir keine Battles. Ich will noch zur Gondel kommen in diesem Part. Wenn es 17 Minuten wird, who gives a fuck? Ganz einfach. Ich schätze jetzt mal 17 Minuten. Ach Gott. Jawohl. Dann hau mal rein in die Wurst. In dein Maul. Das war viel Schaden. Ich hab's nicht gelesen, aber es war viel. So. Und dann gehen wir da mal rinne ins Getümmel. Drahtwald West. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie weit es ist, bis wir in den Südsektor kommen. Aber ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Kämpfe mal ein bisschen flüchten. Ähm,
ist jetzt auch erstmal wurscht. Ach Gott, es wäre schneller nicht zu flüchten, wie es aussieht. Ja, ich kann nicht laufen. Na gut, dann greife ich doch an. Ja, dann, wie es aussieht, kommen wir doch nicht ganz zur Gondel. Wir gucken mal, wie weit wir sind, wenn wir bei 16 Minuten sind oder so. Ist nämlich gleich. 23. Wir sind Level 23. Wunderbar. Ja, dann müssen wir bald wieder trainieren. Kampf. Muss ich ja, mehr oder weniger. Also schöner Fernkampf. Das Digimon muss nicht mehr rüberspringen. So. Drahtwald West. Oh mein Gott, wie oft wollt ihr mir das noch sagen? Das ist so geil wie dieser, ihr kennt bestimmt das You Don't Say Meme. Also mit dem Nicolas Cage. Wo er dann so blöd guckt, so von wegen, ach nee. So, ne? Und ich habe da ein richtig geiles Bild gesehen. Das muss ich jetzt einfach mal kurz erzählen. Und das ist so typisch, das kenne ich auch persönlich. Man sitzt am Computer, dann kommt so irgendwie die Mutter rein oder so. Und sagt, und? Sitzt du am Computer? Und du drehst dich um und sagst, no, I'm bungee jumping. Wer das verstanden hat, da möge nun lachen. Ihr dürft lachen. Ich erlaube es euch. Und anscheinend schaffen wir es nicht mehr ganz bis zur Gondel. Dann werden wir im nächsten Part bis zur Gondel gehen. This is scary, sag ich schon. This is so lame. Egal, egal, egal. Was will man machen, Leute? Was will man machen? Da sehen wir uns erst im nächsten Part bei der Gondel. Und dann, wie es weitergeht und alles. Und den Quest und alles. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Part. In diesem Part erstmal keine Zuschauerfrage. Bis dahin, ich bin Belias LP. Ciao, ciao.